Servus aus dem Frankenland, hier ist der Franken-Nerd mit einem neuen Klemmbaustein-Video. Heute mit dem Megakonstrukt-Set aus der Hot Wheels-Serie, den Bone Shaker. Hier kurz mal gleich die Verpackung, ziemlich große Schachtel. Das Ganze sind 904 Teile. Aktuell gibt es ihn auf Amazon. Bei Smith Toys habe ich ihn nicht gesehen, aber Amazon hat ihn. Ich weiß gar nicht, der Preis variiert, glaube ich, täglich. Ich habe jetzt irgendwas knapp über 40 Euro gezahlt. Hier ist die Rückseite. Zur Info. Ja, es gibt eine Anleitung dazu. Also, da muss ich mal Platz schaffen. Das ist die Enzyklopädie der Welt. Also, ich kriege es nicht ins Bild. Es ist eine riesige Anleitung. Die Anleitung, wie bei Megakonstrukt üblich, leicht verständlich mit Farbcode, wo die Steine hin sollen. Vorne haben wir ein bisschen Erklärung zu dem Designer von dem Auto, von dem Matchbox-Auto. Der Larry Wood hat es designt. Da hinten die Teileliste. Insgesamt 112 Seiten hat die Bauanleitung. Also, wie gesagt, es ist ein Riesenschinken. Aber ich bin immer Probleme, die irgendwo hinzulegen, weil die so breit ist. Also, ich gehe mal weg, dann seht ihr, wie breit die ist. Es ist ein riesiger Schinken. Leicht verständlich, kein Problem. Gefehlt hat bei mir nichts. Übrig geblieben sind ein paar Teile. Vor allem Kleinskrams. So, dann kommen wir mal zum Set. Das besteht einmal aus diesem Teil hier. Das ist ein Bone Shaker Hot Wheels Auto. Ist auch hier oben in der Verpackung. Man sieht was. In einer Hot Wheels Verpackung, wie man sie kaufen kann. Und der ist auf einer gebauten, auf einem Stand. Der stellt natürlich so eine Matchbox-Bahn dar, wo man die früher hat fahren lassen als Kind. Und alles bedruckt hier, das sind keine Aufkleber. Es soll auch möglich sein, ohne Aufkleber zu hantieren und nicht bei 800 Euro Sets einen riesen Aufkleberboden reinzutun, wie andere Hersteller, was ich gerade wieder gesehen habe bei seinem neuesten Superset. Bei Megakonstrukt sind alles Drucke und ihr seht, es ist ein klasse Druck. Also, es ist wirklich kein Aufkleber, es ist ein Druck. Nochmal vom Designer. Wie gesagt, es ist ein kleiner Stand, so als Gag des Hot Wheels Autos, als Vorlage dort auf Stück Fahrbahn. So, dann kommen wir zum Bone Shaker selber. Wie gesagt, 900 Teile knapp. Qualitativ, Megakonstrukt. Gibt's nichts. Die Teile wieder hier mit so leichten Glitzer wieder mit drin. Alles top. Alles Drucke hier, Bone Shaker, HW. Da gibt es nichts zu sagen. Das Ding ist komplett gebaut, also es sind keine großen Teile, ziemlich viele Einzelteile. Es wird komplett Schicht für Schicht gebaut. Ist vielleicht auch dann für ein Kind vielleicht nicht ganz so einfach, weil man muss jetzt immer viel zusammendrücken. Hinten haben wir auch nochmal Hot Wheels. Und das ist dann ein wenig anstrengend, weil auch die Megakonstruktsteile teilweise recht viel Kraft brauchen. Da hat man eine kleine Box hier. Und das ist der Nitro-Antrieb. Ist ja ein Roadster, der einen Nitro-Antrieb hat. Man baut das Ganze von hinten nach vorne, also fängt mit dem Heck an, dann das Mittelteil und dann das Vorderteil. Vorne haben wir ein großes Spezialteil, das ist der Kopf. Gut, den kann man auch schlecht bauen. Und hier diese Scheinwerfer, sonst ist eigentlich alles Brickbuild. Die Reifen sind weich, das sind so Gummireifen, Weißbandreifen. Also er rollt gut. Lenkung ist oder keine, es ist aber auch ein Hot Wheel, ne? Hat keine Lenkung. Ja, dann schauen wir mal rein. Ich versuche jetzt mal das Dach abzunehmen. Brauche ich zwei Hände. Also ganz einfach geht es nicht ab, aber das lohnt sich da mal auf jeden Fall reinzuschauen. Upsala. Da wäre ich danach wieder zwischen Zampa. Ging eigentlich einfacher als gedacht. Ja, dann haben wir einen wunderbar gestalteten Innenraum. Alles wieder Drucke. Drehzahl, Sprit, Tempo, Lenkrad, Navi. Und hier der Bone Shaker, Schaltknüppel mit Totenschädel. Ups. Dann die Sitze hier auch oben. BS, was macht das ist? Sind alle komplett gebaut. Die Türen kann man öffnen. Die schlagen sich auf, die sind auch komplett gebaut. Einmal, zweimal.
Ihr seht ein schöner Innenraum, schön gestaltet, von dem man, wenn das Dach drauf ist, eigentlich fast gar nichts sieht. Dann haben wir noch den Motor. Das kann man hier abnehmen, die Motorhaube. Der ist komplett gebaut auch. Hier auch mit Keilriemen, mit Gummis. Ja, riesen Motorblock natürlich. Hier die einzelnen Zylinder, wo ich mit dem Mitro-Antrieb dann Dragster-Rennen machen kann als Dragster. Hier kann man die Auspuffe noch selber verstellen, wie man will. Ja, Federung ist angedeutet, aber hat keine. Ja, also ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß beim Bauen. Ein klasse Modell. Die anderen Hot Wheels Sachen waren jetzt nicht so, was es jetzt gab. Das war eher an Kinder gerichtet. Ja, so kleine Autos zum Bauen. Das war jetzt hier mal für Erwachsene. Und da ich riesen Lego Constructs Fan bin und mich das auch angesprochen hat, habe ich mir mal besorgt. Hatte noch Gutscheine von Amazon. Wie gesagt, und für knapp über 40 Euro, Mega Constructs ist ja nicht gerade billig teilweise, aber ich denke, für den Preis knapp über 40 Euro, für 904 Teile, alles bedruckt, hohe Qualität, kann man es dann lassen. Macht sich wieder mal schön im Regal, klasse Auto. Wie gesagt, ich habe nichts auszusetzen gehabt, eigentlich gar nichts. Ja, das war's für heute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Aktuell gibt es ihn bei Amazon. Mega Constructs ist ja immer noch schwierig am Markt zu bekommen. Soll jetzt dann nächstes Jahr ein Laden in Berlin eröffnet werden. Bei Smith Toys gibt es Mega Constructs online und auch im Laden. Aber nur Teile des Sortiments bei Amazon gibt es immer noch ein wenig mehr. Aber es ist immer noch nicht so auf dem Markt, wie es verdient hätte, finde ich. Ja, Masters of the Universe kommt noch was. Da kommen noch zwei Fahrzeuge und dann nächstes Jahr Snake Mountain. Klasse. Halo ist ja wie gesagt nicht so mein Ding. Pokémon jetzt auch nicht so. Aber solche Sachen, wie die die Alien Queen, wenn solche Sachen mal kommen. Also ich kann Mega Constructs, kann ich schwer nein sagen. Es macht mir einfach riesen Spaß. Ja, bis dann. Servus aus dem Frankenland. Ich wünsche euch noch was. Frankenland.